Neue Verstärkung bei Lucasfilm, darum war die Gameplay-Demo von Jedi Fallen Order wenig repräsentativ für das finale Spiel und Nachdrehs bei Star Wars Episode 9. Damit herzlich willkommen zur 212. und den wöchentlichen Star Wars News. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, lasst uns keine Zeit verlieren und gleich loslegen. Im Live-Action-Bereich bekommen die Lucasfilm Studios nun Verstärkung von Michelle Rejwan. Sie ist keine Unbekannte. Michelle Rejwan wirkte bereits in der Vergangenheit bei Star Wars Episode 7 Das Erwachen der Macht als Co-Produzentin mit. Im kommenden finalen Film der Skywalker-Saga Der Aufstieg Skywalkers ist sie sogar als Produzentin aufgelistet und somit von fundamentaler Wichtigkeit. Der offizielle Titel ihrer Position lautet Senior Vice President Live Action Development and Production. Disney bereitet sich damit wohl auf den Kampf im Live-Action-Bereich vor und rüstet damit in Hinblick auf neue Star Wars-Serien auf. Rejwan hat in Vergangenheit auch schon mit J.J. Abrams gearbeitet und wirkte ebenfalls bei seinen Filmen Super 8 und Star Trek Into Darkness mit. Sie wird von nun an sämtliche Star Wars Live-Action-Produktion beaufsichtigen. Kathleen Kennedy, die Lucasfilm-Chefin, äußerte sich zum hochdotierten Zuwachs bei Disney und spricht bei Michelle von unglaublich kreativen Können. Weiter noch betont sie die fundamentale Rolle Rejwans und die Tatsache, dass sie sich derzeit eine spannende Dynamik rund um das Star Wars-Franchises aufbaut. Wir sind gespannt, was uns die Zukunft bringen mag und davon überzeugt, dass dem Star Wars-Franchise Großes bevorsteht. Was wünscht ihr euch noch alles von und für Star Wars? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Vielleicht bringt Michelle Rejwan ja ein Obi-Wan Kenobi oder ein weiteres Solo-Spin-Off ins Rollen. Vor wenigen Wochen wurde uns erstes Star Wars Jedi Fallen Order Gameplay vorgestellt. Wir waren total beeindruckt, doch einige beschwerten sich über den linearen Ablauf des Levels. Einem blieben wenig Entscheidungsmöglichkeiten und der Aufbau schien eindeutig. Laut Aussage von Jason Schreier, einem Autor und Insider, der im Videospielbereich aktiv ist, ist das Gameplay wenig repräsentativ und das gesamte Spiel spiele sich anders. Man fliege mit seinem Raumschiff durchs All und kann frei mehrere Planeten besuchen. Während der Mission geht es ein wenig linearer zu, aber auch da soll es Möglichkeiten zur Entscheidung geben. Man kehre oft an Orte zurück, um mit neu erlernten Fähigkeiten das Level auf andere Art und Weise zu erleben. Andere stimmten Jason Schreier laut IGN Deutschland zu und man sollte Jedi Fallen Order weniger mit einem Uncharted vergleichen. Wie sich das finale Spiel dann wirklich anfühlen wird, wird spätestens der Release zeigen. Wir sind davon überzeugt, dass wir nicht enttäuscht werden und Respawn mit einer durchaus durchdachten Story zu überzeugen weiß. Nachdrehs bei Star Wars Episode 9. Diesen Winter am 19. Dezember kommt der finale Skywalker-Film in die Kinos. Nun hat uns die Nachricht erreicht, dass merkwürdige Dinge im Black Park vor sich gehen würden. Zur Aufklärung, der Black Park ist ein Drehort vom kommenden Star Wars-Film, an dem vermutlich im Dschungelsetting eine große Schlacht zwischen Erster Ordnung und Widerstand stattfinden wird. Rey und Leia umarmen sich als Beispiel im Trailer des neuen Filmes genau an diesem Ort. Es wurde bekannt, dass die Zeit, um den Film rechtzeitig zu veröffentlichen, knapp werden würde. Deswegen habe sich J.J. Abrams dazu entschieden, den Schnitt des Filmes schon am Set zu beginnen. Dies kann dann auch mit Nachdrehs einhergehen. Nachdrehs sind in der Filmproduktion nichts Ungewöhnliches und normal. Es könnte also sein, dass ein paar Stellen im Film einfach noch etwas ausführlicher belichtet werden sollen. Da stellen wir uns natürlich die Frage, was ihr eigentlich erwartet. Was für Erwartungen habt ihr an Episode 9? Schreibt uns eure Wünsche in die Kommentare. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, Daumen nach oben da lassen, reinhauen, ciao.